Bei einer Untersuchung von Lidl Hühnerfleisch im Labor waren 71% der Proben mit antibiotikaresistenten Keimen kontaminiert. Dabei spielt die Massentierhaltung eine entscheidende Rolle. Tierschutzorganisationen haben gezeigt, wie allein für Lidl Millionen Hühner leiden. Die Tiere sind gestresst, qualgezüchtet und krank. Ich finde das einfach nur ekelhaft. Ich weiß nicht, wie man das überhaupt noch essen kann, dass das überhaupt legal ist. Das ist einfach schockierend. Es ist halt ein Riesenproblem ja allgemein, dass man Angst bekommt, wenn ich krank werde, hilft mir denn überhaupt noch was, wenn ich die ganze Zeit so verseuchtes Essen esse? Zum Glück hat Lidl ja auch ein gutes vegetarisches Angebot. Und finde ich ein bisschen fake, da so groß zu sein und so gut zu sein und dann trotzdem, also einen auf gesund zu machen und dann trotzdem das den Leuten zum Essen zu geben. Fäkalkeime, antibiotikaresistente Keime, wirklich das volle Programm. Ich stärke mich aber auch darin, den Fleischkonsum allgemein zu reduzieren, bewusst einzukaufen, nicht unbedingt nur auf das Billigste zu schauen. Ja, ich finde es schon abartig, vor allem, weil ja auch gesagt wird, dass die sich darüber bewusst sind. Da verstehe ich nicht, warum man dann irgendwelche Maßnahmen einleiten kann, dass es gebessert wird. Ich glaube, Lidl ist als unglaublich große Marke in Deutschland eine starke Brand, die viel verändern kann. Also Volumen macht einen Unterschied und ich finde, sie machen schon Sachen gut, gerade an der veganen Produktefront sehe ich immer mehr und das sind doch Sachen, die ich kaufe. Und jetzt müssen sie noch am anderen Ende der Kette beginnen und sich auch nochmal um die Tiere kümmern. Fordern Sie Lidl auf, endlich Verantwortung gegenüber Menschen und Tieren zu übernehmen.